Willkommen zurück zu Let's Play Mario & Luigi Paper Jam Bros. Hier sind wir jetzt bei dieser Plattform. Wo führt sie hin? Sieht irgendwie aus wie beim Finale von Mario & Luigi 4. Oh, shit. Oh. Die sind geflüchtet. Oh, die shit. Die haben was drauf. Sehen wir auch nicht immer. Dass Peach etwas hinbekommt. Nun denn. Los geht's. Kann ich so bestimmen, Boss. Ja. Aber sie haben was, wenn sie mir etwas irgendwas versucht, ne? Das war so gemein von dir, Peach. Ich mache ein Nickerchen und du verschwindest einfach. Warte nur, bis ich meinem Papa davon erzähle. Dann kriegst du ja Scheiß. Wo ist der Gelo? Und, was denkst du, wollen sie nur ihre Prinzessin oder auch das Buch zurück? Verflixt bestimmt alles, alles beides, so, wie es da stand halt. Aber das ist jetzt unser Buch, das kriegt ihr nie zurück. Oh, was machten die jetzt damit? Da ist das also, Luigi. Bestimmt hatten diese Rotzbengel die ganze Zeit schon das Buch. Hey, Kumpel. Was geht? Ich glaube fast, sie wussten gar nicht, dass wir das Buch haben. Ja, sieht ganz so aus. Vielleicht hätten wir es nicht gleich rausholen sollen. War wohl keine so gute Aktion. Schlau. Tja, jetzt ist es zu spät. Her mit dem Buch. Und natürlich, her mit den Prinzessinnen. Ha, als würden wir so einfach aufgeben. Hey Kumpel, denkst du auch, was ich denke? Glaub schon. Okay. Wir können sie nicht so einfach entwischen lassen. Ihnen nach. Ich habe jetzt eher gedacht, jetzt kommt's zum Kampf, aber nö. So. Okay. Gut. Ja, hier gibt es jetzt nur mal Blöcke. Aber wo sind die jetzt zum Teufel hin? Hier etwa? Junge, okay. Yay, zwei Doppelmann-Appelze. Wo sind die hin? Verdammt nochmal. Etwa hier zurück? Okay, wo sind die jetzt hin? Ah, nee, da zeigt schon der Pfeil. Ich muss da hin. Aus irgendeinem Grund. Muss ich wieder nach unten. Ernsthaft. Okay, das ist echt in die Scheiße in die Länge gezogen. Ja, die sind eh dumm wie Brot. Okay, das ist wieder so ein Spiel. Wie konnte er mich sehen? Alter, als ob man... Ja, klar. Aber der Weg ist gar nicht so weit. Aber mal ohne Witz, das ist doch lame. Das ist echt lame. Scheiße. Das geht aber, dass man da einfach durchkommt. Kann ich nicht gegen die kämpfen oder so? Ach du Scheiße. Da
La 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 la. Ach du Scheiße. Die sind aber auch echt blöd. Die sind echt blöd. Okay, wie mache ich das? Jetzt. Yes. Bam, Alter. Du hast Bowser Jr. gefangen. Schnapp dir nun Paper Bowser Jr. Ey, wehe, wenn ich jetzt verkacke, muss ich nochmal Bowser Jr. fangen. Was ist das denn bitte für ein Kack? Ist klar! Ach du. Oh Gott sei Dank. Ja, das kann man doch nicht bringen. Das kann man echt nicht bringen. So. Ja, okay, man muss sich hier den aussuchen, weil hier einfach eine größere Lücke ist. Ach so, ich darf nur nicht mal fliegen. Alles klar, jol, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ah. Okay. Und was ist hier? Schönes. Ah, nichts. Was? Nein. Nein, 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 nein. Das kann man nicht bringen, wenn man da irgendwo bei der Lava runterfällt, dass man ganz am Anfang. Nein. Nein, 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 nein. Oh, Junge. Und guck mal, ich kann auch nicht mal Hammer einsetzen oder so. Dann muss ich mich hier durchs Labyrinth irgendwie labyrinthen. Voll der Scheiß. So. Boah, du Scheiße. Mhm. Bitte? Ach du Scheiße. Das war der letzte. Das war der letzte. Das war. Nein. Das war der letzte. Ja, Mann. Oh, ihr Wichser. Leute, 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 Leute. Ba 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 ba. Was ist hier? Betrug. Nein, das ist absoluter Betrug. Das ist alles absoluter Betrug. Der Rand ist nice, oder? Oh ja, Citrox, er ist super, super, dass er mir das gemacht hat, wirklich. Fettes, fettes Dankeschön. Okay. So. Ach du Scheiße. Okay. Boah. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Das war der letzte. Das war ernsthaft der letzte, Leute. Okay, keine Ahnung, wie ich den jetzt gefangen habe. Du hast beide Bowser Juniors gefangen. Richtig scheiße, nochmal in die Länge gezogen.
Du hast das Buch zurückerlangt, okay? Das ist eine Überraschung. Moment mal, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie uns das Buch einfach so kampflos übergeben. Das ist doch eine Kopie. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Haha! Ernsthaft? Hey, komm sofort zurück. Auf dich müssen wir überhaupt nicht hören. Müsst ihr wohl? Gar nicht, wir haben ja das Sagen. Du bist ja nicht mal ein Miniboss. Du bist nur eine nervige kleine Biene. Biene, Frechheit! Wie fett die geworden ist. Ich bin ein Sterngeist. Sieht man doch. So, aber jetzt kommt's zum Kampf. Ihr Lutscher. Ihr könnt euch jetzt nicht mehr weiter verstecken. Das wären wir. Da. Hey Kumpel, warum sind wir überhaupt abgehauen? Kämpfen macht auch viel mehr Spaß, oder? Genau, auf sie mit Gebrüll. Papa wird's genauso machen. Ach du Scheiße. Cool. Oh ja, der ist auch noch eine Clownkutsche. Alles klar. Was? Wie soll ich das verstehen? Aber. Okay, nice. Komm hier ein paar Mal aus. Komm dann. Ja, wie immer. Ich greife erstmal einen an. Weil im Team sind die ja viel stärker. So, habe ich jetzt lange nicht mehr gemacht, aber es muss eigentlich klappen. Das ist scheiße. Es werden keine 1500. Nee. Aber fast. Aber das ist trotzdem exzellent, glaube ich. Ja. 138, Alter. Bäm. So. 167 sogar insgesamt. Das können wir machen. Dann hier noch reduziert einmal auf 0. Ja, mach. Haben wir ein Schutzschild. So. Ja, nee, nicht Items. Ja, nee, wir machen hier erstmal auf einen. Okay, die verstecken sich jetzt. Okay, Bombenderby kann ich also nicht machen. Stimmt. Das war genauso in Marnie 4. Das sah genauso aus, dass er sich genauso versteckt hat. Das war ja auch hier das gleiche Layout. Okay, aber wenigstens konnte ich ihm so Schaden machen, ne? Ist auch die einzige Spezialattacke mit Mario. Aber es gibt eine noch in den Doppelmoppeldünen. Die müssen wir noch nachholen. Hey, wie wär's mit einer kleinen Herausforderung? Wollen wir doch mal sehen, wer am weitesten fliegen kann. Und strengt euch an, denn verlieren tut weh. Bitte? Wenn dir beim Segeln der Schwung ausgeht, drücke Y. Wenn du erst in allerletzter Sekunde Y drückst, gewinnst du am meisten Höhe. Ach so, also dann viel Erfolg. Bitte? Okay. Scheiße. Ich hab aber gedrückt. Was? Zerknittert sie auch noch? Mache ich, denn ich drücke gleich X. Haha. So. Ja, Flattercopter. Ist auch eine Sprungattacke. Auf Bowser Junior, den normalen. Das ist nicht dein Ernst gerade, oder? Aber es ist noch exzellent. Es ist noch exzellent. Es ist noch exzellent. Bam. Ja, 158. Was? Okay, ich kann jetzt schon springen. Junge. Okay, ich drück X. Nein, ich kann ja nicht Abwehrreflex machen. Ich kann ja nicht Abwehrreflex machen. Junge. Das ist so eine Scheiße, ne? Okay, die Attacke ist echt schwer, ey. Die ist nicht einfach. Luigi brennt.
Ja, komm. Stirb schon mal du. Du brauchst ein Frischwurz, das ist klar. Yes, 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 das brauche ich jetzt, das brauche ich jetzt. Aber wir heilen noch mal, oder heilen wir Mario? Darf ich dann vielleicht nochmal mit Paper Mario angreifen? Oder ich weiche einfach der nächsten Attacke aus mit Abwehrreflex, wenn es nicht nochmal so eine Scheiße ist. Du willst mich doch verarschen, ey. Ich kann das Spiel gar nicht mehr. Ich habe es jetzt vielleicht 3 Tage nicht angefasst, weil ich einfach keinen Bock auf das Spiel hatte. Naja, nicht wirklich, weil ich eher keine Zeit hatte. Vielleicht deswegen. Hab ja noch andere Projekte. Das war ein super, willst du mich verarschen? Egal. Ja, hier kann ich ja keinen Abwehrreflex machen. Super. Okay. Lol. 32 Meter, okay. Bam. Ihr Bastarde. Oh, kopier dich, kopier dich, kopier dich, bitte. Mhm, dein Ernst? Aber wenigstens kennen wir... Nein, Einführung. Trampolin-Verteidigung. Drückst du Y, wirft Papier Mario fallende Objekte zurück. Ach du Scheiße, Alter. Ja, klappt eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, wenn ich so am Ende verkacke, dann kriege ich nochmal am meisten Schaden rein. Yes. Bam. Das waren nur 120. Ich habe jetzt irgendwie knapp 200 erwartet, Mann. Das sah voll hart aus. Okay, nee. Mario, du heilst dich. Du heilst dich. Ultrapilz. 100 KP. Ey, das passt dann genau. Lol. Den nehmen wir auch. Gut, Flattercopter. Keine Ahnung, was es mehr Schaden macht, die Rakete oder Flattercopter. Ich glaube Flattercopter. Weil am Ende mit der Rakete trifft man ja nicht. So. Babala, baba. So. Bam! 162, Alter. Yes, der kann jetzt auch mal langsam sterben. Vielleicht habe ich dem schon 600 Schaden oder so reingebracht, ey. Ja, Trio-Drache. Nicht Trio-Squash. Stirb. Ja, ja. 1500, komm. Nee, ich werde immer schlechter da drin, ey. Das ist einfach nur Knöpfchen drücken eigentlich. Gut, fast, aber trotzdem. Boom. Ja. Doch, das sieht gut aus. 157 plus 33, glaube ich, ja. Ja, 33 hatte ich. Ja, 190. Er ist tot, er ist tot. Ja, super. Ist klar. 244. Mhm. Moment mal. Ey, muss jetzt überlegen, er hat ihm 244 geheilt. Dann gehen wir jetzt auf Bowser Jr. oder wie soll ich das verstehen? Weil der wird bestimmt durch Konter sterben. ...40 Meter waren es jetzt sogar. Okay, der hat noch 210 Leben. Dann gehen wir jetzt auf Paper Bowser Jr. Weil ist so. Warum laggt es jetzt auf einmal so hart? Super. Okay, der PC hat sich wieder eingefunden, oder? Werden wir jetzt sehen.
Naja. Oh, scheiße, ey. Ja. Oh, das war gut, das war gut, das war gut. Seht ihr jetzt etwas laggy, weil Baum? 1600, nice. Okay. Nice. Okay. Ah, geil. Aber der PC hat sich jetzt irgendwie wieder eingefunden, sage ich mal. So. Da war... Das ist doch Betrug. Ich wollte gerade sagen, was liegt denn da so rum? Dann ist ja das. Okay. Nee, wartet kurz. Okay, jetzt müsste es eigentlich gehen, hoffentlich. Flattercopter. Flattercopter, so. Okay. Irgendwann habe ich keinen Laptop mehr und dann ist alles viel besser. In meinem Leben. Und das hat verdammt viel abgezogen, das ist gut. So. Ach so. Guck mal. Ja. Jetzt ist es mir egal. Ihr könnt mir nichts. Yes. Und Paper Mario hat sogar noch sein Schutzschild. Bam, Alter. Okay. Okay. So. Yes. Und bam, Alter. 146. Aber Paper Bowser muss doch jetzt auch mal langsam krepieren, ey. Kann doch nicht sein. So, Rakete. Rakete. Bitte nicht okay, sondern eine gute. Wäre nett. Yes. Yes, Mann. Gross. Okay. Was für Haha. Der hat auch nur noch Pilze, ey. Wirklich. Nichts anderes mehr. Okay. So. Scheiße. Es ist echt noch weitergekommen. Habe ich irgendwie hier Abwehrreflex? Ne, habe ich nicht. Warum auch immer. Ja, super. 10 und 9 KP. Geil. Boah, Ultranüsse, ey. Ja, habe ich auch. Okay. Okay, Luigi müsste es jetzt besser gehen, ja. Yes, ey, zum Glück kommt jetzt so eine Attacke. Boah, das war knapp. Ah, da liegt er. Der Bastard. Och du Scheiß. Das war knapp. So. Okay. Nice. Bam. 114. Und nochmal Rakete auf Paper Bowser tun. Die müssen doch jetzt mal langsam verrecken, ey. Boah, hab beinahe jetzt B gedrückt, ey. Super. hätte den eh nix abgezogen. Der lebt nicht mehr, der lebt nicht mehr. Und der kann ihn nicht heilen. Geil. Geil. Geil, geil, geil. Gleich ist es geschafft. Boah. Ich hätte einfach wissen... Ja, ich konnte ja nicht wissen, dass Paper Bowser Jr. ihn heilen kann, ne? Dafür ist es gleich geschafft. So.
Hätte ich jetzt daneben gemacht, wäre so ein Fail, ey. Der lebt noch, ja. Das würde ihn jetzt den Schlusspunkt setzen hier. Der hat er vielleicht nur noch 10 KP oder so, oder einen, keine Ahnung. Gut, der hat zweimal noch oder dreimal 80 Heilung bekommen, ne? Mir egal. Das überlebt er nicht. Und das ist verdammt schlecht. Ja, es geht, es geht. 1500 vielleicht noch drin? Ja. Trotzdem habe ich schon Besseres gesehen. Naja, ich. Ja, aber auch Schlechteres. Es ist okay. Es ist gut. Und bam! Ja, 133, der ist tot. Der ist einfach tot. Der ist tot. Yes. Yes, Alter. Boah. Nice. Kugelhammer plus und irgendwas anderes. Oh. Und nur Mario und Level Up. Level 26, aber. Cool. So. Ey, bald schon wieder ein neuer Rang, WTF. Ist das Spiel jetzt vorbei? Komm ja. Jetzt noch Bowser und dann haben wir es geschafft. Dann ist das Spiel durch. Genau so ist das. Mario, vielen Dank. Der Luigi, ey. Kumpel. Ist ja irre, als wäre mein Spiegelbild aus dem Spiegel gesprungen. Jetzt kommt hier so eine traurige Szene, ne? Mir war gerade furchtbar langweilig, da kommst du mir gerade recht. Ich bin Bowser Junior. Echt jetzt? Ich heiße genauso. Sollen wir zusammen spielen? Die alten, schönen Erinnerungen. Wird Zeit, dass wir dieses Buch in den Müll verfrachten. Yippie, da muss ich nie wieder zurück nach Hause. Dann können wir zusammen abhängen. Nie wieder Langeweile. Los, du Buch. Ab in den stinkenden Müll mit dir. Ab in den Müll. In den stinkenden Müll. Aber wenn ich es mir recht überlege. Wir haben behalten das blöde Buch erstmal, ja? Wer weiß, vielleicht können wir damit irgendwas sogar nochmal was in deiner Welt anstellen. Boah, sind die schlau. Aber kennen wir ja schon alles. Junior! Die Prinzessinnen machen einen Spaziergang? Das ziemt sich nicht für unsere Geiseln. Hab ich dir dann gar nichts beigebracht. Och, und wir sind auf einmal weg, okay? Zum Glück spielt das jetzt keine Rolle mehr. Der Umbau der Festung ist abgeschlossen. Was ist los mit dir? Warum legst du hier einfach so rum? Jungs, das Buch ist immer noch da drüben. Wir sollten uns schleunigst hier verschwinden. Als ob Bowser den nicht sieht. Aua. Alter, wie konnten Sie meinem Sohnemann nur so etwas antun? Papa. Junior, rauf, ich muss dir was zeigen. Kamek! Feuer frei, sofort! Oh, warum beginnt plötzlich alles zu wackeln? Was geht hier vor sich? Okay. Als ob. Schon wieder so eine fliegende Festung, aha. Ja, ist klar. Das gab es schon im letzten Mario Luigi Teil und sogar im letzten Paper Mario Teil. Eine fliegende Festung. Ich glaube, der ganze Palast hebt ab. Was sagst du da, Junior? Nicht schlecht, oder? Steh auf und wirf mal einen Blick aus dem Fenster. Papa, das Buch. Wovon redest du? Etwa von diesem Stück Müll auf meinem Teppich?
Sie dürfen es nicht kriegen. Wir brauchen es. Söhnchen, du redest Quatsch. Hat dein Kopf was abgekriegt? Was interessiert's mich? Ein ranziges altes Buch. Na egal. Ruh dich einfach aus, während Papi diesen Mario ordentlich röstet. Wisst ihr was? Vielleicht sollten wir das Buch kurz vergessen. Lass uns hier ganz schnell verschwinden. Boah, sind die... Oh Mann, ey. Lol. Jetzt kommen hier noch irgendwie Quicktime-Events oder irgendwie so. Kamek ist echt zu dumm für alles. Einfach für alles. Ah, muss uns festhalten. Meine Güte. Weißt du, aus der Nähe betrachtet hast du ganz schön tolle Zähne. Ach, danke. Gründliches Putzen zahlt sich eben aus. Upsi. Ist die schlau. Zahnseide ist auch ein wichtiger Faktor. Pilze, frische Pilze. Na, was sehe ich denn da? Ah, oh, Paper Mario hat das noch da, die zum Fliegen. Der ist noch geflogen. Danke, danke Paper Mario, gut gemacht. Gut, dann sehe ich euch im Pilzpalast, ja? Bis dann. Ich weiß zwar nicht, wofür Bowser eine fliegende Festung braucht, aber ich vermute mal, dass er mehr damit vorhat, als nur spazieren zu fliegen. Und das Buch ist immer noch in seinen Klauen. Wir benötigen ganz dringend einen guten Plan. Joa, den brauchen wir. Und wie es im nächsten Part weitergeht hier in Mario's Paper Jam Bros., das seht ihr im nächsten Part. Bis, ja, dann bis zum nächsten Part. Tschüss.